Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung mit Herz am Herd. Mit der sympathischen Verena und dem nicht weniger sympathischen Michel. Und mit Cliff. Vielen Dank. Wir sind an der Klosterruine Wörschweiler und was kochen wir heute, Cliff? Heute gibt's leckeren Zwiebelroschbraten mit Pommes Gratin. Kartoffelgratin, genau. Und ich habe auch einen Münster mitgebracht für das ganze Gratinieren. Bin ich gespannt. Ich war auch schon fleißig unterwegs und habe beim Metzger Schwitzgebel ein schönes Stückchen Fleisch mitgebracht, und zwar eine Hochrippe. Mhm. Und das ist hier mit das zärteste Stück vom Rücken. Man nennt es auch Entrecote. Mhm. Das ist vorm Rostbeef und davor kommt die Fehlrippe oder die hohe Rippe. Und das pariere ich jetzt mal ein wenig. Da holen wir mal ein großes Messer, dann gehen wir hier rein. Das befreie ich vom Silberhäutchen. Holt man das generell für den Zwiebelroßbraten, das Fleisch, oder kann man auch anderes Fleisch nehmen? Also das ist natürlich Geschmackssache. Ja. Der eine liebt mehr das Rostbeef, oder bei uns nennt man das auch Rumpsteak. Da kann man natürlich auch einen Zwiebelroßbraten mitmachen. Andere lieben eher das Entrecote, das ist noch ein bisschen zärter, aber dafür hat es kleinere, also es hat dann noch mehr Fettgewebe und das macht das Fleisch auch zart. Ja. Und ich liebe, das ist ja sehr mager. Und jetzt, ich liebe genau dieses Stück. Vom 8. bis zur 12. Rippe. Oh, Cliff, genau abgezählt, ne? Genau, das ist eigentlich so. Und wenn nur 7 Rippe da sind, was machen wir dann? Ja, dann. Haben wir Pech. Dann denken wir uns die Lesch. So, schön vom Silberhäutchen befreien, weil das Silberhäutchen wird nicht zart. Mhm. Jetzt schneiden wir das Fleisch so in 220 Gramm Stücke. Ich mache es auch nicht zu breit. Ach so, das wird jetzt kein Braten im Stück, sondern einzelne. Genau. Okay. Das heißt zwar Zwiebelrostbraten, aber es ist eigentlich ein Kurzbratfleisch. Okay. Also. Ich hatte mich auch schon gewundert, weil normalerweise ist ja das Bratenfleisch ist ja selten so das ganz magere, oder? Das wird doch eher trocken. Genau. Dann, oder und nicht? Deshalb nehme ich ja auch hier ein bisschen fettdurchzogenes Stück, weil es wird schon noch ein bisschen eine Soße auch davon gezogen. Man hat es früher sogar noch in der Soße etwas geschmort, das Fleisch. Dann war es aber oft auch zu lang drin und dann zieht es uns durch und das wollen wir nicht. Deshalb mache ich es ganz klassisch. Ich brate es jetzt gleich an. So, jetzt haben wir drei schöne Stückchen für uns. Das wird halt deshalb klassisch gemacht, weil der Braten hätte es in der Zeit nicht gereicht. Genau, quasi. Dann machen wir das klassisch. Ich mache mal den Herd an. Du machst den Herd an, ich mache hier ein schönes Rapsöl rein. Schon heiß jetzt wahrscheinlich, ne? Kann man ruhig ein bisschen was reinmachen. Vollgas? Jawohl. Ja, kann schon Vollgas stellen. Dann salze ich das Fleisch an. Cliff, wieso salze ich das jetzt an? Normal sagt man da immer, man soll das Fleisch nicht vorher ansalzen. Ne? Das ist richtig. Das gilt für. Das hat der Michel einmal aufgepasst. Der Gulasch, der Michel hat schon. Der ist jetzt schon lange dabei, der Fuchs, ne? Der lernt. Ne? Mit dem Kocher hat das jetzt nicht so, aber das ist richtig. Du weißt, Gulasch oder ein Braten, das riecht, das salze ich nicht vorher. Aber ein Kurzbratstück kann man immer vorher salzen. Das gibt eine schöne, würzige Note nachher. Und da passiert auch nichts, weil ich mit heißer Pfanne agiere. Schnell rein, nochmal raus. Es sollte kein Wasser ziehen. Guck mal da, es funktioniert schon. Sehr heiß. Unser Pflanzenöl ist heiß. Dann guck mal, dann das Steak hinein. Ah, herrlich. Und ich liebe spritzendes Fett, echt. Ach, herrlich, wunderbar. Und was? Guck mal da, also, unser schönes Fleisch. Die werden jetzt ganz kurz gebraten. 2 Minuten von jeder Seite und dann kommen sie auf ein Blech und dann lege ich sie warm für ca. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann sind sie wunderbar zart. Die sollen ja nicht ganz durch sein wahrscheinlich, oder? Nee. Genau. Und deshalb. Deshalb nur so kurz? Deshalb nur so kurz. Aber auch nicht englisch, ne? Hier. Nee. Okay, jetzt frische Kräuter. Salbei, etwas Thymian und ein klein wenig Rosmarin. Rosmarin riecht einfach super herrlich. Gut. Ja. Die Rosmarin, die zupfe ich immer, weil der Stiel ist mir zu hart. Ja. Den Salbei, den kann man gerade so runterschneiden. So, das liegt auch nicht so schlecht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Und beim Thymian, wenn er so fein ist wie hier, dann kann man das ruhig mal mitschneiden. Das lege ich mir gerade so zusammen. Und dann die Kräuter mal hin und gerade einmal drüber. Ist das für eine Soße? Genau, das mache ich jetzt über mein Fleisch und dann kriegen wir so eine schöne, frische Kräuternote, das passt auch unglaublich gut zu so einem Entrecote. Zu unserem Zwiebelrostbraten ist das Aber man muss sehr, schon wirklich sehr lecker. Gutes Fleisch nehmen, ne? Man muss sehr gutes Fleisch nehmen. Das hier ist jetzt direkt vom Biobauer, vom Bauer Korst, hier in Limbach.
Und jetzt kann ich schon ein klein bisschen mit unserem Öl über die Kräuter gehen. Aber Cliff, der Zwiebelrostbraten ist kein typisches saarländisches Gericht, oder? Ja, das ist richtig. Also man kennt mir nicht so bekannt als saarländisches Gericht. Ne? Es wird mittlerweile auch sehr geschätzt hier in unserer Region. Aber es kommt eigentlich aus unserem fast Nachbarland. Also im Badischen gibt es viel. Schwäbische bestimmt. Schwäbische. Ne? Ja, man kennt es aus der österreichischen Küche. Also mein Opa hat es schon mitgebracht aus Österreich. Vergesst immer, dass dein Opa Österreicher war. Mein Opa war. Ist ja Österreicher und der hat es auch schon zu Hause eingeführt. Deshalb kenne ich es schon von Kindheitstag. Jetzt hole ich es raus. Mhm. Ich habe es jetzt 2 Minuten gebraten. Sieht richtig gut aus. Ne? Ja, sieht richtig schön aus. Sehr gut. Und leg's auf ein Backblech. Aber sich könnte man es gleich schon essen. Brauchst du mehr weiter so machen? Essen, ja. Hol ich jetzt aus der Pfanne, hol ich jetzt diesen Bratensaft mit unserem Öl, mit unseren Kräutern und mach's gerade so drüber. Sieht gut aus. Herrlich. So, jetzt gehen wir noch gerade ein wenig mit dem Löffelchen durch. Und alles drauf. Damit die Röstaromen alle drin sind. Alles Röstaromen. Wer möchte. Wer so ein Liebhaber ist, der legt jetzt noch so ein Sträußchen drauf. Wer so ein grad. Liebhaber ist. Ja. Und dann stellen wir das hier warm bei Michel. Michel ja. passt schön drauf auf. Gell? Und da holen wir unser schönes Gusstöpfchen, unser Gratin. Bräter holen wir zu uns und machen hier mal ein Stückchen Butter rein. Ich mach mal ein bisschen wärmer, oder? Du kannst also auf ganz zart auf 2. Ganz zart ganz auf 2? Zart, ganz zart. Ich brauche wenig Hitze. Wenn du erzählst von Kartoffelgratin, habe ich schon wieder Angst, ich muss schälen. Das ist richtig, das ist gut. Ich fange schon an zu schmitzen. Das war genau Stichwort. Ich fange schon an zu schmitzen. Michel, du hast dich jetzt direkt empfohlen. Jetzt lassen wir die Butter einfach so ein klein bisschen zerlaufen. Du kannst schon mal die kleine Sauteuse aufstellen, Verena. Jawohl. Auch anschalten neben dir. Ja, das dachte ich mir. Jetzt habe ich meinen Knoblauch hier vorgeschnitten. Ich gehe noch einmal drüber. Du, Verena, wenn du Langeweile hast, kannst du mir helfen, ne? Du, es geht, ich komme klar. Jetzt hast du gesehen, ich habe den Knoblauch etwas geschnitten. Mhm. Und jetzt gehe ich mit Salz darüber und benutze mein Messer als Mahlwerk. Ich mache den Knoblauch. Und dann hat man eine schöne Paste. Genau. Michel, das sehe ich von hier, dass das Ding nicht gut geschält ist, ehrlich. Ja, ich weiß. Also im Kritisieren bist du wirklich, du wärst besser Lehrerin. Du wärst besser, hättest besser das Lehramt studiert. Verena, bleib du doch bei mir hier. Ich brauche dich. Du musst nämlich jetzt die Milch hier in die Sauteuse reinmachen. In die Sauteuse? In die Sauteuse hinein. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt zwischendurch, während die Verena die Milch in die Sauteuse gemacht hat, mache ich hier den Knoblauch zur Butter. Genau. Okay. Jeder das, was er am besten kann. Jeder das, was er so. Ich hole jetzt gerade mal eine Zitrone und mache. Das gibt auch so einen Trick. Da kann man einmal übers Brettchen gehen mit Zitronensaft. Und das neutralisiert den Knoblauchgeschmack. Knoblauch, okay. Soll ich das hier so ein bisschen verrühren? Oder ja, das kannst du schon machen. Zu unserer Milch mache ich etwas Salz. Gut, okay. Wenn du meinst. Ein wenig Pfeffer. Also diese Pfeffermühle finde ich ganz toll. Die ist schön, gell? Ja. Die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ach, geh. Ja. Ja, stimmt, das hast du beim letzten Mal schon erzählt. Stimmt. Und so etwas Muskat. Zu. Muskat extra so. Muskat ist ein bisschen aphrodisierend, habe ich gehört. Stimmt das? Woher der Michel das immer so weiß mit dem. Lass uns doch lieber drüber sprechen, dass Muskat immer gut zu Kartoffeln passt. Ah, so. Also, Muskat passt gut zu Kartoffeln. Ist aber auch für andere Dinge. Auch nicht das Schlechteste. Nicht das Schlechteste. Gut, Michel, wir müssen klein ein bisschen nachschauen. Du musst ein bisschen nachschärfen, Cliff. Das hast du super gemacht. Du musst noch mal drüber gehen. Klein bisschen, minimal. Ich gehe jetzt nur ganz zart drüber. Der Michel hat das sehr gut gemacht. Guck mal, nee. So, nur so, weil du hast ja noch einige Augen. Ja, die müssen zugucken, Cliff. Gut, das ist halt der Unterschied zwischen dir und Michel mit dem und mir. Wir sind froh, wenn es überhaupt schmeckt. Bei dir muss es dazu noch gut aussehen. Weil es schmeckt ja sowieso immer. Aber wir sind ja ein gutes Team. Der Michel schält vor. Ja. Und ich stehe hier ich und schäle nach. Rühre die Milch. Und die Verena unterhält uns hervorragend. Ja. Das muss man erst mal. Wusstet ihr übrigens, dass das hier eine Abtei war früher? Ein Kloster? Ja. Nee. Ja, ne? Deshalb Klosterruine. Also ich wusste wir wussten das nicht, aber es heißt Klosterruine, Verena. Manchmal ist das Naheliegendste gar nicht so selbstverständlich. So, jetzt guck mal. Oh, wie herrlich. Guck mal, der Knoblauch, der hat genau die richtige Farbe. Okay. Jetzt verteile ich das gut nochmal in dem Töpfchen, die Butter und den Knoblauch. Gehe auch ein bisschen am Rand entlang. Der Michel passt immer noch schön aufs Fleisch auf.
Der Michel kann jetzt schon mal den Ofen vorheizen. So, ich schneide und fange auch schon gleich an zu legen. Ach so, im Sinne von immer so rein. In die Form zu bringen, ne? Genau. Cliff, wie viele Minuten will ich das anschalten? Schalt mal auf 30 Minuten. Oder mach mal 35 hier. Guck mal, dann lege ich das gerade so zusammen. Könnte man die jetzt auch hobeln? Die kannst weil du natürlich kann zu Hause nicht so fein schneiden. Das geht genauso gut. Ich schneide es lieber. Weil du es kannst. Weil ich das gewohnt bin. Mit anderer hobel es lieber. Gurkehobel wäre das Optimale. Ne? Genau, aber man kann es auch schneiden. Ich gehe jetzt auch ein bisschen langsam entlang, also nicht so wild. Ich will ja komplett schöne Scheiben. Und dann versuche ich auch, dass die Kartoffel im Ganzen bleibt, wie jetzt hier, so weit wie es möglich ist. Wenn das langsam ist, und was dann bei dir schnell? Tja. So, jetzt legen wir gerade die andere Seite auch. Schau mal so. Wir passen uns ja unserer Form an. Ah, herrlich. Guck mal da. So, während ich jetzt hier das Gratin reinlege, machen wir hier, jetzt köchelt, siehst du, es köchelt so ein klein bisschen. Ich kann es auch noch ein bisschen höher stellen, wenn du willst. Nee, ist perfekt. Ne? Das langt mir schon. Ich will ja nur, dass ich die Gewürze verbinden. Ja. Die sollen einmal köcheln und dann haben wir alles gleichmäßig. Und jetzt rühre ich das Ganze schon kalt. Du kannst du ausschalten. Es ist kalt. Ja, jetzt kommt die kalte Sahne dabei. Was ist das für ein Trick? Ach so. So. Gut. Jetzt hole ich das runter. Brauchst du die Kartoffel noch, Cliff? Ja, die brauche ich noch. Den Rest. Ja, in der Mitte ist ja noch ein bisschen. Guck mal, der Michel kann da mal so, rühren. Jetzt warten wir kurz, bis ein bisschen Temperatur verloren hat. Aber es geht hier noch weiter. So schnell wie du schneidest, könnte ich schon nicht einmal hobeln. Ja. Vielen Dank, Verena. Bitte. Du weißt ja, dass ich damit deinen Lebensunterhalt, mein Lebensunterhalt gestalte. Aber irgendwas stimmt mit deinen Händen. Entweder hast du Hornhaut dran oder was, dass du immer den heißen Topf da reingreifen kannst. Ich stelle das jetzt gar nicht mehr in Frage. Wenn ihr im Restaurant ein Gericht mit Kartoffelgratin anbietet, macht ihr dann wahrscheinlich nicht einen großen Topf und holt da immer ein Stück davon raus, oder? Da muss man für jeden Einzelnen, oder wie macht man das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Also wenn du jetzt für viele kochst, dann machst du das immer große Blech. Also wenn es zum Beispiel zu deinem Tagesgericht gehört oder so. Genau, dann machen wir das in einem großen Blech und stechen das aus mit einem Förmchen. Und was übrig bleibt, wir müssen ja auch immer was essen, das gibt es dann für uns, also für die Köche. Ja. Die Köche kriegen dann auch Pommes Gratin. Es gibt aber noch was, wir haben mittlerweile Silikonformen, kleine. Aha. Und die haben auch so Kuchenformen. Das heißt, wir können die Gratin schon in diesen kleinen Förmchen so auslegen. Mhm. Das sieht dann aus wie eine Galette. Wie eine was? Also man nennt es auch Pommes Anna-Kartoffel. Aha. Man legt es so rum und es hat dann auch eine schöne Rosettenform. Und das sind so kleine Küchlein. Das gibt's eine Portion. Und die kann man extra, also kann man, die werden dann quasi extra gratiniert dann? Die werden dann im Nachhinein oft gratiniert, weil die ein bisschen kleiner sind. Hier, das ist ja jetzt schon bis ein wenig höher, wie so eine kleine Form. Mhm. Und je nach Höhe, das müssen wir auch jetzt beachten, hat man natürlich auch die Garzeit. Also wenn du jetzt ganz flach hättest, wären wir in ein paar Minuten fertig. In 20, 25, hier brauchen wir so circa 30. Das doch hier mal auf, Michel, das langt jetzt. Die Kartoffel brauchen wir nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal nach der Temperatur. Wir haben mal gerade rein. Ja, ich würde sagen, jetzt bin ich gespannt, wie er das macht. Aber mit seinem kleinen Fingerthermometer. Dann nehme ich noch ein Eigelb dazu für die Farbe. Wir reden die kleine Förmchen im Sternenlokal. Dafür sind die Kartoffeln gerade doppelt so teuer. Verstehst du? Das ist eine kleine Portion. Du weißt ja, im Sternenlokal gibt es ja viele kleine Portionen nacheinander. Man wird auch satt. Und man wird immer satt. Stimmt. Das ist so altes Märchen, eine Stadtgeschichte oder wie man nennt, dass man jetzt satt wird. Ne? Es gibt dann irgendwann noch schönes Dessert und mehrere Vorspeisen. Und die Grüße aus der Küche. Die ganzen Grüße aus der Küche und die netten Gespräche mit den Tischpartnern. Ja. Ganz romantisch, so bei Kerzenlicht. So wie ich mich mal gefreut habe auf den Gurkensalat. Das ist so ein Töpfchen kommt voll Gurkensalat. Michel, du bist nicht für gut, das ist einfach der so. Der Michel kann man nicht für alles brauchen. So, jetzt kommen wir hier schon zum Entscheidenden. Jetzt gebe ich hier unsere Milch-Sahne-Ei-Mischung drüber. Wahrscheinlich soll nicht ganz bedeckt sein, oder? Doch. Also so richtig, natürlich. Schön dass da drin quasi das schwimmt. Das soll richtig schwimmen, weil das ist ja unser Geschmack nachher. Mhm. Ja, ein klein bisschen runter, dass wir schön die Form haben. Ob es schön braun werden nachher, genau, von der Sahne, oder? Braun wäre, von der Sahne.
Ja. Ich würde sagen, das passt so. Ja. Und jetzt kommt was unser Käse. Was ist das für ein? Das ist ein schöner, ein Goldensteiner. Das ist nach Münsterart zubereitet. Und nur, du weißt ja, wenn man einen Münsterkäse Münsterkäse nennt, dann muss es auch aus der Region sein. Aha. Ja. Und deshalb heißt der bei uns hier Goldensteiner. Also ist quasi so wie beim Champagner oder beim, was haben wir genau, noch? Beim Champagner ist ja, ja, der Cremant dann, ja, zum Beispiel Cremant d'Alsace oder Cremant de Loire, ist aber oft die gleiche Zubereitung. Aber Champagner gibt's, ist doch auch nur das, was aus der Champagne kommt, Champagner, oder? Champagner ist nur aus der Champagne. So, das machen wir hier klein bisschen. Ist schon sehr würzig, der Käse. Ja. Der Käse ist schön würzig und das passt zu der Milde der Kartoffel. Jetzt geben wir das Ganze für 30 Minuten in den Ofen und dann schauen wir uns das mal an. Michel, bei 170 Grad Umluft. Was heißt? Nee. Oder? Gut. Wie lang? 30, 35 Minuten? Um seinen 30, empfindlichen Fingerchen. 30 Minuten bei 170 Grad. Was machen wir denn jetzt noch? Außer Käse essen. Jetzt haben wir richtig Programm. Jetzt machen wir unsere Soße. Und dazu brauchen wir Zwiebel. Wegen Zwiebelrostbraten. Wegen Zwiebelrostbraten. Sehr gut, Verena. Du kannst mir mal die kleine Sauteuse dann geben. Ja. Guck mal, er hat die Zwiebeln schon vorgeschält. Zwiebel habe ich vorgeschält. Er wollte mir das ersparen. Ich wollte euch das ersparen, so ist es, weil ich euch so gut leiden kann. Dann nehmen wir Zucker. Den haben wir hier. Du kannst den kleinen Topf mal anschalten. Mhm, der ist, also an ist er. Soll ich ein bisschen höher machen, oder? Ja, so, das langt schon. Ja, was für Zwiebel holst du, Cliff? Ich habe jetzt hier ein bisschen kleinere geholt, also so Schalotten. Die sind aromatisch. Bisschen milder auch im Geschmack, sind, ne? Etwas milder im Geschmack. Und die geben mir nachher eine schöne Soße. Also es wird eine richtig gute Soße. Also schöne, dicke Streifen. Warum lässt du die Enden dran? Sehr gute Frage. Ich will, dass sie zusammenbleiben. Also ich habe sie ja ein wenig abgeschnitten, aber so weit, dass sie noch nicht auseinanderfallen. Aha. Okay. Mhm. Okay. Jetzt geben wir die zum Zucker. Die machst du ganz rein. Ich mach die so rein, Michel, ja. Und klein schneiden nicht. Ich hab sie auch klein geschnitten. Jetzt lassen wir das karamellisieren. Gut. Dazu brauchen wir etwas Zeit und Muße. Davon habe ich mehr als genug. Ja. Also das ist weiß das ich meine Aufgabe. Und genau deshalb steht der Topf vor dir. Gut. Ja. Bitteschön. Danke. Bitte. Und was machen wir in der Zeit? Wir schneiden schon mal etwas. Wir freuen uns, dass Verena beschäftigt ist. Nee, wir warten. Zeit, ne? Wir warten, Michel. Ja, wir warten. Wir warten. Du hast hier in der Nähe Fußball gespielt? Ja, in Blieskastel. In Blieskastel? Ja, ja. Erfolgreich, oder? Ich würde sagen, ja. Ja. Zwei erfolgreiche Saison gehabt. Die weniger noch am Leben sind, die davon tatsächlich berichten können, so ist es. Ja, mehr kann er übertreiben. Wir waren aber mal im Sportheim Blieskastel und da hängt wirklich noch ein großes Bild, ein Mannschaftsfoto. Und da ist der Michel in der Mitte drauf. Er sieht aber damals aus wie der Paul Breitner so ein bisschen. Ehrlich? Ja. So Frisur? Ja, und so Schnorres nur gehabt. Ja. Schnorres? Schnorres, Verena. Ja. Aber vielleicht hätte ich da Chance bei dir gehabt, Verena. Ja, vielleicht. Da war ich nur noch nicht auf der Welt. So ist, genau so ist es, genau so ist es. Man sieht auch, wie es wunderbar anfängt, goldgelb zu werden hier. Und die Zwiebel kriegen so gerade so schöner Glanz. Siehst du das, Verena? Ja, das sehe ich. Wichtig ist, dass es nicht zu hell ist, aber auch nicht zu dunkel. Wenn es zu dunkel ist, ist es zu bitter. Und wenn es zu hell ist, bekommen wir keine schöne Soße. Herrlich. Und schön angebräunt, ne? Genau richtig. Goldgelb, die Zwiebel. Riecht ja jetzt gut, ne? Und wie das riecht. Und jetzt holen wir unser Rotwein. Jetzt lösche ich das Ganze ab. Und jetzt gibt es noch mal so richtigen Kick. Und ich mache immer noch gern ein wenig Portwein dazu, also nicht nur Rotwein, weil der Portwein eine kleine Restsüße auch hat. Mhm. Und wenn ich jetzt nur einen Rotwein nehme, dann ist mir die Soße zu fruchtig. Okay. Und der Portwein, das ist auch ein wenig der Gegenspieler von einem normalen Rotwein. Und du weißt ja immer, was Süßes, dann was Salziges. Was Salziges, ja. Ja. Die Soße ist ja der. Die Untermalung unseres Zwiebelrostbraten, die Soße sollte nicht das Hauptthema sein. Heute. Aber an einem anderen Tag. Ein guter Begleiter. Okay. Oh, was haben wir jetzt? Etwas Senfsaat für die Würze. Ein klein wenig Wacholder und Lorbeer dazu.
Die neue Pfeffer. Ein Hauch von Pfeffer. Und Salz. Und jetzt lasse ich das für 5 Minuten einreduzieren. Gut. Dann, das muss man nicht. Ich mache es aber immer ganz gern. Ein klein bisschen Rinderbrühe dabei. Mhm. Und dann haben wir eine noch geschmackvollere Soße. Das kann man auch wunderbar zu Hause machen. Einfach zum Beispiel ein Rindermarkknochen mal anbraten, ein bisschen Gemüse dabei, mit tomatisieren und dann Rotwein, mit Rotwein ablöschen und einfach mal so 2-3 Stündchen blubbern lassen. Und dann haben wir nachher richtig tolle Soße. Jetzt machen wir unsere Röstzwiebelchen. Und da holen wir die Pfanne. Ja, da holen wir gerade noch mal die Pfanne bei. Und da ist sogar noch so ein bisschen Bratenansatz drin. Das macht im Moment jetzt, ist das gar nicht so schlimm. Jetzt kommt noch mal Öl dabei. Gut, Pflanzenöl. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt so 100 Milliliter. Ja. Und die Zwiebelchen, wollen wir sagen. Hier sind sie. Weiße Gemüsezwiebeln. Ah, die Soße jetzt nur warm halten oder auch noch ein bisschen? Die Soße, die ist ziemlich fertig. Die kann ich jetzt so warm halten. Okay. Die ist gut. So, da haben wir die Zwiebel. Das sind normale. Ja, das sind jetzt die Zwiebeln, weiße, die einem die Tränen in die Augen treiben. Da schneide ich mir immer ein klein bisschen was ab. Mhm. Das gibt immer noch schöne Scheiben, aber sie hat Stand. Ah. Mhm. Also Haus, es geht aber auch wieder mit dem Hobel und dann schneide ich das Ganze in Scheiben. Das ist ja eins meiner Lebensziele. Ich will einmal so Zwiebeln schneiden können wie du. Ich nicht. Na? Von 3 Sachen, von 3 Schlägen sind 2 Treffer, ne Cliff? Ja, ne, also so ist es nicht. Das passt schon. So, für die Soße. Jetzt wird alles meliert. Du kannst mal im Holzlöffel schauen. Auf, haben wir eine Schüssel drin? Ja. Ja, da ist schon. Dann nehme ich mir die. So, Zwiebel rein. In unsere Schüssel. Ja. Jetzt mache ich die schon ein wenig auseinander, aber ich drücke die nicht, weil ich möchte eigentlich, dass sie in ihrer Form bleiben und dass so ein bisschen auch der Saft, den will ich gar nicht rausdrücken. Mhm. Ich hätte so gern nachher außen knusprig und innen saftig. Es gibt auch Köche, die sehen es anders, die drücken sie aus mit dem Tuch. Mhm. Gibt es auch, aber ich will eigentlich, ich habe immer gern innen saftig, außen knusprig, wie beim Steak. Und jetzt wie beim Friseur, Verena. Ganz zart. Ja. Wann warst du zuletzt beim Friseur? Ich war ja schon Freitag. Ja. Was machen die so mit dir? Und jetzt in unsere heiße Pfanne hinein. Ah, herrlich. Und ich mache auch nicht mehr rein, wie die Pfanne hergibt. Das langt auch für uns drei. Und jetzt richtig heiß. Es sollte schon so 170 Grad haben. Ist alles an, Verena? Ja. Lass die braun werden oder tue ich auch nur ein bisschen anbräune, Cliff? Nee, ich lasse sie richtig kross werden. Also. Ah, kross. Gold, gelb, geröstet. Du musst dir vorstellen, Michel, wir haben unten die gehaltvolle Zwiebel, die Soße von den roten Zwiebeln mit unseren Gewürzen und unserer Rinderbrühe dabei und oben die krossen Zwiebeln. Das ist so. Und dazwischen das zart rosa Steak. Und das ist jetzt auch ein gutes Thema, und zwar unser Steak. Da gehen wir jetzt ran. Die letzten paar Minuten. Das hat jetzt wirklich so eine halbe Stunde hier gelegen, angebraten, bei Zimmertemperatur. Und wenn man jetzt dem Steak was richtig Gutes tun will, jetzt mache ich hier noch von unserer Soße, so gehe ich ganz zart drüber. Ja. Nimmst du Geschmack an, ne? Und dann nimmt das Steak jetzt die letzten paar Minuten, aber nicht so viel. Es soll ja noch ein bisschen kross werden. Und man kennt es früher vom Zwiebelroschbraten. Ich habe es ja am Anfang der Sendung schon mal gesagt, da hat man das auch mal in die Soße gelegt. Mhm. Und ich hole mir jetzt denselben Effekt. Das aber ohne, dass das Fleisch, aber ohne, dass das Fleisch jetzt so in der Soße liegt. So, genau. Und den Rest gieße ich jetzt mal noch gerade hier ab. Und jetzt bekommt unsere Soße noch ein bisschen von unserem Bratenansatz dazu. Und nicht so viel. Die rühre ich jetzt noch ein. Ah, herrlich. So, und jetzt unser Fleisch für 5 Minuten. In den Ofen, auch gerade bei 170 Grad. 170 Grad. Also nicht zu hoch die Temperatur, weil das Fleisch ist ja auch nicht so dick. Und unsere Zwiebelchen, ist jetzt eine Mischung zwischen, wie fast, wie wenn man sie frittiert oder backt. Ich mag das so am liebsten. Ich finde es auch so am liebsten, wenn sie nicht zu groß sind, sondern so ein bisschen unterschiedlich. Die eine sind ein bisschen heller, die anderen ein bisschen grosser. Und das bekommt man nur hin, wenn man sie in der Pfanne
So ist es. Und der Michel hat auch schon Wein schon heute mitgebracht für uns, gell? Jawohl. Was für ein Wein haben wir? Ja, der Michel, der hat. Also wir trinken jetzt heute praktisch zu unserem Zwiebelrostbraten trinken wir den Pinot Noir von der Lisa Bunn. Aha. Das ist ein rein hessischer Wein. Ja. Und warum wir den Wein holen, in erster Linie auch, weil sie kommt hier aus der Gegend. Ja, sie kommt aus Bieskastel, sie hat 20 Jahre in Bieskastel gewohnt. Aha. Ich habe noch gerade mit ihr telefoniert und sie hat sich sehr, sehr gefreut, dass wir den Wein holen. Also ein fast Bieskastler oder Saalischer Wein. Gucken wir noch den Zwiebeln, wie schön die wäre. Ha? Ja. Die hole ich jetzt raus. Kannst du mir was Blech geben? Die Zwiebelchen raus. Aber das Küchenkrepp-Trick, der ist schon. Ja, ich sehe nur. So ein bisschen. Michel, wir helfen uns mal hier gerade. Ja, und das ist wirklich auch wichtig, dass man sie jetzt auch rausnimmt, weil da kommt es dann am Schluss auf, sagen wir, schon fast Sekunden an. Sie sind genau richtig. Jetzt salze ich die Zwiebel und das Salz, dann bleiben sie schön kross. Man kennt es von den Chips zu Hause, wenn man so Salzchips oder Salzgebäck. Mhm. Das Salz ist ein natürlicher Krossmacher von solchen Dingen. Okay. So, die Zwiebel stellen wir jetzt mal hierher. Und ich glaube, das Fleisch ist ziemlich gut. Fünf Minuten sind vorbei. Ja, dann testen wir mal. Ja, genau richtig. Und in den Ofen stellen wir die letzten 10 Minuten mal auch schön hoch. Da kann man ein bisschen regulieren mit der Farbe. Und jetzt gucken wir mal, jetzt gibt es hier beim Fleisch gibt's so einen Test. Und zwar, wenn ich hier jetzt am schmaleren Stück, jetzt drücke ich mal ein. Und du siehst, es kommt, siehst du, wie es hochkommt? Ja. Und wenn es nicht ganz hoch geht, ist es eigentlich perfekt medium. Guck mal, ich habe hinten noch ein paar Karotten stehen, die kannst du mir gerade mal geben. Mhm. Die sind einfach nur gedünstet mit ein wenig Butter. Einfach in Butter, ein bisschen geschwenkt und mit etwas Brühe gegart. Die machen wir jetzt mal hier noch dabei. Jetzt die Soße. Das sieht richtig gut aus. Ja, ah, sieht sehr gut aus. Macht Appetit. Ah, herrlich, wunderbar. Jetzt sieht man hier die Senfsaat, die frischen Kräutern. Und wer will, kann auch noch so von den roten Zwiebeln noch zwei so nebendran legen. Also ich will, Cliff. Ich esse gern Zwiebeln. Und natürlich unsere Röstzwiebel. Voilà. Ah, ganz kross. Ja, die sind nicht schlecht. Ich habe die mal probiert. Ja, so, kratze in die Mitte drauf. Und jetzt, was fehlt noch, Michel? Kartoffelgratin. Unser Kartoffelgratin. Gehen wir mal zum Ofen, schau mal rein. Mach mal auf. Oh. Boah, das sieht das aber gut sieht aus. Sehr gut das aus. Sieht gut aus. Herrlich, guck mal da. Oh. Ein Traum. Wow. Ein Traum. Toll. So, lassen wir gleich das Tuch drunter. Michel, ein Teller für dich. Danke. Verena. Danke. Bitteschön. Ah, ich schau mir an, das steht schon. Das sieht gut aus, ne? So, guten Appetit. Guten Appetit. Gucken wir mal, wie unser Fleisch ist. Ist wirklich sehr zart. Kartoffelgratin. Hol doch. Der ist mal gerade aus der Pfanne, oder? Natürlich. Verena, soll ich dir das mal rüberreichen? Nee. Ich komm dabei. Rüber. Ich will auch mal. Die Soße ist auch wirklich ein Traum. Herr Hämmerle. Schmeckt hervorragend. Auch mal wieder hervorragend. Auch die Kartoffel gerade heiß. Heiß. Sehr lecker. Vor allen Dingen das Krosse mit den Zwiebeln. Es freut mich, dass es euch gefällt. Wir stoßen mal drauf an, Cliff. Dazu dieser wunderbare Wein von der Lisa Bunn. Auf dich, Cliff. Auf euch. Michel, auf Verena. Euch. Vielen Dank. Auch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal mit unserer Sendung mit Herz am Herd. Tschüss. Tschüss. Tschüss.